Am Wochenende war es wieder soweit. Eine YCS. Und nicht nur eine, sondern zwei. Und wir schauen uns an, was wurde gespielt und was hat gewonnen. Ja, es gab ja zwei YCS parallel. War natürlich ein bisschen ungünstig für die einen oder anderen, die schon das Ticket gebucht hatten für die USA und dann erfahren hatten, dass in Europa ebenfalls eine YCS ist. Ja, es gab die YCS Utrecht und es gab halt die YCS, wichtig, eine Team-YCS in Las Vegas. Und ja, wir gucken uns da mal ein bisschen an. Ich muss zugeben, zu Las Vegas habe ich nicht ganz so viel, aber wir gucken uns natürlich trotzdem noch das Winner-Deck auf jeden Fall an, beziehungsweise die Winner-Decks. Denn wie gesagt, Team Las Vegas war, also YCS Las Vegas war eine Team-YCS und dort spielen halt 3 gegen 3. Das heißt, ja, ein Winner-Team hat natürlich 3 Decks im Spiel. Aber wir gucken uns erstmal an, wie lief Utrecht. Man kann zusammenfassend sagen, es war ein sehr, sehr großes Turnier, weit über 2000 Spieler. Sie haben sogar mehr Teilnehmer angenommen, als das Cap war. Sie haben gesagt, ich glaube, 2300 ist unser Cap und die haben dann nochmal 50 oder so mehr teilnehmen lassen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, das Meta, Leute, das ist crazy. Okay, guckt euch das einfach an. Bam, da seht ihr es. Spiral ist das meistgespielteste Deck mit 206 Slots. Und Nother hat 1003 Slots. Also, sehr, sehr krasse Verteilung. Muss man dann doch hier sagen. Ist natürlich hier Runde 1. Und wir sehen hier Salon Grade sehr, sehr viel gespielt. Invoked Shadow sehr viel gespielt. Lunar Light, Alter Geist, Dinosaurier auch sehr viel invoked. Und Dark Hero dann schon, ja, mit das meiste Deck. Was hier auffällt, ist natürlich, ja, Nother. Ich meine, was ist das? Das ist ja krank. Also das ist halt wirklich krank, viele andere Decks. Und ich kann nur selber davon reden. Also wir als Team waren vor Ort. Und es waren die diversesten Matchups dort. Und vor allen Dingen nicht nur in den ersten Runden. Man könnte sagen, ja komm, Runde 1, 2, 3, da spielt man halt gegen solche Rook-Decks. Nein, Runde 7, Runde 8, Runde 9 an den oberen Top-Tables spielten dann damit Madolche Heroes Dino. Also es war einfach alles vertreten. Ja, wir gucken uns eben nochmal hier die Nationalitäten an. Wir sehen hier Deutschland, natürlich mit am meisten vertreten. Natürlich, warum sage ich das so, von wegen so, als wäre das klar? Naja, es ist sehr dicht an der Grenze, also nicht direkt an der Grenze, das stimmt natürlich, aber Deutsche kommen da halt sehr gut hin. Dementsprechend, ja, fahren da auch viel hin, denn Deutschland hat einfach eine sehr große Community. Frankreich natürlich, ja, hier genau das Gleiche, ne? Wir sehen halt sehr große Teilnahme hier von Deutschland. Ja, und jetzt gucken wir mal an, wie die, ja, Deckverteilung war in den, Day 2, also nach Runde 10 ist das sogar. Ja, wir sehen hier Spiral immer noch mit das dominierendste Deck. Muss natürlich sagen, Spiral ist ein Deck, was von sehr guten Spielern gewählt wurde. Also das ist nicht so ein Deck, was einfach so ein, ja, so ein Spieler spielt, der gerade frisch eingestiegen ist in Yu-Gi-Oh! Das heißt, dementsprechend ist das, ja, das einfach, er holt alles aus seinem Deck raus, hingegen gegen andere Decks zum Beispiel, ja, holen manche nicht alles aus ihren Decks raus, weil sie einfach Misplace machen. Saron Grade hier noch das meistvertretenste Deck. Alter Geist dann hier oben, Dinosaurier oben. Dinosaurier anscheinend ein sehr guter Meta-Call, hat auch den einen oder anderen Top-Gold, kommen wir gleich noch zu. Invoked Shadow, Lunar Light hier überraschend schwach vertreten, das muss man dann doch sagen. Lunar Light war ja eine Zeit lang sehr, sehr gehypt. Natürlich, jetzt kam Shadow und Shadow hat sich das Ganze alles ein bisschen geändert, aber naja, ne, Lunar Light war schon sehr gehypt worden zu Beginn. Invoked auch sehr strongest Deck. Und Subterror taucht hier jetzt langsam auf. Alter, jetzt Subterror, die Backrow-Deck schlechthin. Jeder spielt was im Side gegen die und dennoch, ja, einer der besten Decks. Trotzdem sind die anderen Decks immer noch das meistvertretenste, was halt sehr, sehr krass ist und für ein sehr, sehr diverses Meta spricht. Das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Decks und ja, es konnte halt echt sein, dass du nach 10 Runden gegen 10 verschiedene Decks gespielt hast und du denkst dir so, wie? Wie ist das eigentlich möglich? Und ja, es war möglich. Also so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Da gucken wir uns jedoch an, was ist jetzt in die Top 64 gekommen? Und in den Top 64 hatten wir dann hier, ja, hier ist die Aufzählung. Wir hatten mit 19% hatten wir 12-mal Spiral und damit quasi das meistvertretenste Deck. Es fällt auf, meistvertretenste Deck nach Runde 1, meistvertretenste Deck nach Runde 10 und das meistgetoppte Deck. Also Spiral natürlich sehr, sehr gut, ja, aber es sind nur in Klammern 12 Slots, ne? Also es ist nicht so, dass es jetzt komplett dominiert. Wir haben 11-mal Salaman Grade. Salaman Grade, Leute, ja, Salaman Grade ist ein sehr starkes Deck gewesen in diesem Event und wir kommen auch noch gleich zu ein paar Listen, denn, naja, es ist schon, ja, sehr überraschend für die einen oder anderen.
Dann haben wir hier Altergeist. Altergeist hatte hier 8 Slots. Dann haben wir hier Shadol Invoked. Und da haben wir dann die 6 Slots. Und dann Invoked mit 5. Und dann Lunalight mit 4. Lunalight hier trotzdem getoppt. Also nicht, dass Lunalight irgendwie komplett out of the meter ist. Dinosaurier. Wie gesagt, Dinosaurier hier toppt natürlich auch. Und dann Thunder Dragon haben wir hier sogar auch. Es ist natürlich kein Thunder Dragon, wie ihr euch denkt. Das war kein, ich leg Titan hin. Nee, das war eigentlich Thunder Link Combo. Das heißt halt Dragon Link gekombot. Und 17 Other Decks und 17% Another Decks und 11 andere Decks sind es. Und das ist dann doch eine sehr, sehr große, ja, sehr großes Spektrum einfach, was man hier sieht. Es gibt so viele verschiedene Decks. Es ist heftig. Dann in die Top 32 sind immer noch 16% andere Decks, was natürlich dann entsprechend 5 andere Decks sind. Wir sehen hier Spiral mit 8 Slots, also sie haben nicht so viele Slots verloren. Celeron Great hat dagegen noch weniger Slots verloren. Sie sind nämlich noch mit 7 vertreten, dann kommt halt Shadol Invoked. Und die anderen zweimal, mit Ausnahme von Lunalight, die dann halt einmal noch getoppt haben. Ja, man sieht ja auch hier immer noch sehr breites Meta. Und wie sieht es in den nächsten Step aus? Wir gucken uns hier die Top 16 an. Und in den Top 16 sehen wir Spiral. Bam! Erstmal schön hier halbiert, aber immer noch mit der meiste Slot vertreten. Celeron Great, das meistgespaltete Deck, dann in den Top 16, aber dreimal halt nur noch. Dann Shadol Invoked und Alter Geist halt zweimal und der Rest halt einmal. Another Deck. Und Leute, ich kann euch jetzt sagen, was das andere Deck war. Ich frage mich immer, warum, wenn ein anderes Deck da ist, warum man das dann nicht bezeichnet. Streng genommen ist es ein Rocket Deck. Ja, Rocket hat getoppt und zu der Liste kommen wir auf jeden Fall auch noch. Dann haben wir Top 8 und hier sehen wir, oh mein Gott, Spiral hier. Einfach mit 3 Decks vertreten, noch 2 Silent Rank Grades. Und ja, hier steht unser Cherubini Turbo. Es ist aber ein Cherubini Dragonlink Deck. Naja, wir gucken uns das, wie gesagt, gleich an. Denn, ja, was hat gewonnen? Ja, was hat gewonnen? Und gewonnen hat Celeron Great. Ja, Leute. Wir verbannen einfach Heatleo und dann, bam, Celeron Great toppt die YCS. Ist natürlich dem geschuldet, dass, ja, Winder die Meta ganz schön unsicher macht. Und wir sehen hier schon die kleine Schlange da oben. Also oben rechts im Deckprofile seht ihr es. Hier mit der Maus gleich mal drüber gehen. Diese Schlange, die ist ein Windout, denn sie sagt, wenn ein Link-Monster, ich glaube, sie sagt sogar ein Cyber-Link-Monster, wenn sie gegen ein Monster kämpft, kannst du sie abwerfen und das gegnerische Monster wird gebounced. Das heißt, ihr habt ein automatisches Out gegen Winder. Ihr wollt einfach nur Bailings machen, reinrennen, fertig. Winder ist Geschichte und ihr könnt weiter Combo, könnt euer Setup machen mit Falle und dann 100.000 Handtraps. So funktioniert das ganze Deck und Imperial Order ist eine sehr mächtige Karte, gerade gegen Shadol Invoked, denn ich meine, Fusionskarte ist eine Zauberkarte. Dementsprechend, aua. Sehr interessant, hätte glaube ich keiner so vorher gerechnet, dass Celeron Great dieses Event gewinnt. Ja, was soll man zum Side-Deck sagen? Evil Match, Standard gegen Backrow auch. Oder gegen krasse Felder natürlich. Lightning Storm, gut gegen Backrow. Twin Twister gegen Backrow. Dann haben wir noch Dimension Ground, we're going first. Mind Control, we're going second. Den dritten, die Biuru und die Prank Tops. Ja, ist halt auf 1, was soll man dagegen machen? Was ja auffällt, ist kein Red Reboot, aber hat man mit den ganzen, ja, mit den ganzen Karten eigentlich auch gar nicht nötig. Man hat selber Rage und Raw und das ist natürlich dann auch sehr, sehr gut going first. Ne? Going second natürlich nicht so gut. Da wäre natürlich dann ab und an der Red Reboot besser gewesen. Aber das ist halt das Ding, ne? Gegen was hat er gespielt? Es gab so viele Matchups und keiner weiß so richtig, wer gegen was gespielt hat. Denn gefühlt hat jeder hier gegen alles gespielt. Das heißt, ja, wie gesagt, man spielte gegen diverse Sachen. Natürlich ein Top-Cut waren mehr die bekannteren Decks, aber ja. Kommen wir zum zweiten Deck, denn der zweite Platz ist das Rocket-Deck gewesen, beziehungsweise das Cherubini Turbo. Und hier haben wir das ganze Deck. Und ja, was. Leute, da ist ein Haufen. Da ist ein Haufen an Deck. Und falls sich jemand jetzt fragt, wie funktioniert dieses ganze Deck? Ja, also kurz gefasst kann man so sagen. Man beschwört einfach beliebige 2 Level 3 Monster, geht dann in Cherubino, nutzt dann die BA Engine, die sehr klein ist, wie ihr hier seht, benutzt dann die BA Engine, um dann ja, von dort aus dann halt weiter zu linken, beziehungsweise um dann auch von dort in die Dragonlink Engine zu gehen. Denn die Dragonlink Engine ist als solches ja, relativ leicht machbar. Und
ich meine, es hat so gut funktioniert. Ihr müsst euch das Finale einfach mal reinziehen. War ein sehr krasses Finale. Wenn ihr wollt, können wir dazu auch mal ein Combo-Video machen. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, ob ihr dazu ein Combo-Tutorial haben wollt. Dann erklären wir euch, wie dieses Deck überhaupt genau funktioniert. Und ja, was es so stark macht, beziehungsweise wie ihr dagegen spielen könnt. Im Side-Deck hier, Trispania, sehr interessant gegen Backboard-Decks, dass man Trispania im Side spielt. Ja, Extra-Deck ist sehr knapp vom Platz her. Wir haben hier Kaijus, bei 60 Karten natürlich so, ja, zieh die erstmal. Gegen Backroar mit Lightning Storms, Twin Twister. Und wir haben Book of Eclipse gegen Shadol oder andere Combo-Decks. Und wir haben den Pfeil, der ab und zu gehypt wurde eine Zeit lang, aber dann doch nicht mehr. Ja, hier jetzt aber gespielt, das heißt in der Battle Phase kann nichts mehr, keine Zauberfallenkarten mehr aktiviert werden und der Red Reboot halt gegen die Back Row Decks. Dann kommen wir hier zu dritten Platz und zwar Spiral Scrap, beziehungsweise ja, Scrap Soul Spiral. Ist jetzt nicht so das krasseste, neueste. Es ist eine Spiral-Liste, Leute. Was soll ich sagen? Man spielt Jetson Crow, okay? Das ist von mir aus Kammermann, also hat man auch schon öfter gesehen. Ist jetzt nicht so spicy. Er spielt jetzt kein Savage Dragon dafür. Man könnte theoretisch Savage Dragon spielen. Ja, Souls, absolut brokene Karten. Scrap Recycler, auch eine super Karte natürlich. Ja, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, Spiral habt ihr alle genug gesehen. Side Deck hier. Ja, okay, er hat die Falle, die sagt, zahle 2000, guck in der Hand, verbanne eine Karte bis zur Endphase. Als One-Off, ich glaube, das sollte am liebsten das dritte Mind-Control sein. Hat er nicht, hat er die reingepackt. Okay, 3 Nibiru, Nibiru eine gute Karte natürlich und Backrow Hate, Lightning Storm und Evil Image und nochmal Dark Ruler No More für Feldabbrechen. Also das ist halt ziemlich, ziemlich Standard. Dann haben wir hier Top 4 und Top 4, ja, das ist dann vierter Platz hier quasi. Und nicht nur quasi, es ist so. Und es ist halt, ja, Shadol Invoked. Und Shadol Invoked natürlich ein sehr, sehr starkes Deck. Denn Shadol Invoked kann ein sehr krasses First-Turn-Feld rufen, was zwischenzeitlich jedoch, ja, Nibiru anfällig ist. Aber, ja, es ist natürlich ein super Deck. Endet mit Winder, Mechaber meist und dann noch ein Kaluya daneben. Und dann denkt man sich so, ja, okay, wie sollte das durchkommen? Dann noch den Alistair in der Hand. Das heißt, Winder drüber rennen geht nicht. Wie gesagt, ja, Celerungrate hat zum Beispiel die Schlange gespielt, um Winder zu bouncen. Dann war die ATK auch irrelevant. Von daher kann man das auch so lösen. Oder halt andere Wege durch ZF. Da wird es jedoch schwer, weil Winder halt nicht durch Garteneffekte zerstört werden kann. Ja, wir sehen hier im Side-Deck nochmal Super Poly Targets. Hier die Super Poly natürlich sehr, sehr strong. Kann genutzt werden zum Feldbrechen oder halt auch zum OTK. Dann haben wir noch den Dragon für Backrow-Deck. Wir sehen hier Main 1. Den zweiten im Side-Deck kann man machen. Ash ist gut gegen Shadol, also Mirror-Match selber. Und natürlich auch Ash allgemein gegen Rook. Relating Scene, eine sehr, sehr gute Karte gegen Invoked Shadol. Oder auch gegen Spyro gar nicht so schlecht. Natürlich nicht so gut, da muss man natürlich sagen. Da geht es nur bei Big Red. Aber Relating Scene, falls die Leute nicht wissen, ist halt, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, die was spezial beschwört, dann kannst du ihn spezial beschwören. Und alles wird gebanished quasi. Ist sehr, sehr gut halt gegen Invoked bzw. Shadol. Ist eine sehr, sehr gute Karte. Lightning Storm, klar, Backrow. Cosmic Cycling, klar, Backrow. Cosmic Cycling natürlich auch sehr gut gegen Lunalight, muss man natürlich sagen. Und Dark Ruler No More gegen Combo. Und dann zum Abschluss noch hier Red Reboot für Backrow. Ja, zur Liste, Mainliste habe ich jetzt gar nicht viel gesagt. Ja, ist Shadol Invoked. Da brauche ich nicht viel sagen. Handtraps Ratio kann man ändern. Er hat hier jetzt halt Nibiru gespielt. Man spielt hier natürlich Going Second, of course. Shadol Fusion ist halt broken. Obwohl, so of course kann man das eigentlich gar nicht sagen, denn es gibt auch Shadol-Listen, die Going First gehen. Dieses Deck jedoch geht Going Second. Mind Control, Super Poly, Nibiru. Ja, Leute, ne? Da brauche ich nichts zu sagen. So. Dann kommen wir zur Top 16-Liste und das ist ziemlich nice. Orcus Tops. Orcus. Orcus, ja, kriegt Support in Zukunft in einem neuen Hauptset. Dort rastet das Deck wieder völlig aus. Sie bekommen ihren eigenen Armageddon Knight. Dementsprechend wird das Deck wieder auch öfter in Zukunft gespielt werden. Aber keiner hat es jetzt so gerade auf den Schirm. Und wir gucken uns hier die Liste an. Wir sehen hier Souls drin. Und Souls ist ja die Karte schlechthin, die gefühlt jeder spielt. Ja, Souls hier auf jeden Fall drin. Und ja, warum? Es ist einfach ein Extender. Und natürlich, die Illusionsmagierin kann als Kosten, also nicht als Kosten zur Beschwörung, musst du halt einfach ein Monster abwerfen. Das heißt, dass dann wieder deine Orcus im Grave landen und du kombo kannst. Man muss natürlich sagen, Orcus hat ja auch ein großes Problem gegen Winder. Und da fragt man sich, wie läuft er durch die ganzen Shadol-Matchups durch? Aber ja, vielleicht hat er einfach gute Sidekarten dagegen gehabt, immer passend gehabt oder so. Oder durfte immer anfangen. Denn Leute,
Winder ist mächtig, aber ihr müsst auch erstmal anfangen, wenn ihr Shadow spielt. Also wenn ihr nie anfangen dürft, dann ist Winder ja quasi nicht existent. Naja, hier auf jeden Fall mit Souls, die Intention ist auf jeden Fall klar. Handtraps drin, hat Orko schon immer gespielt. Man hat sich hier für Diddy Crow, Ash und Nibiru entschieden. Ist, denke ich, eine sehr sinnvolle Ratio. Der Lockbird ist zwar sehr gut, aber halt primär gegen Spiral. Findet sich dann hier natürlich im Side-Deck. Und dann, ja, Klassiker, ne? Judgment ist hier eher die Überraschung noch, aber Judgment kann natürlich Going First sehr gut sein. Eigentlich macht das eher so ein Spiral-Deck, aber warum auch nicht Orkus? Dann ging Backroll, Lightning, Twins und Mind Control und Pangotops für Going Second. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserer Liste, denn wir haben als Team auch getoppt und genau zu sein hat Kang getoppt. Ja, Grüße nochmal raus an Kang. Er hat die Liste unter anderem mit Kieran getestet und ja, hier sehen wir halt die Liste. Man sieht hier 3 Ash, 3 Nibirus, 3 Lockbirds. Da brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Handtraps Ratio, Celeron Grade einfach. Ich meine, Celeron Grade ist ein Deck, was sehr viele Handtraps spielen kann und was natürlich eine sehr, sehr große Stärke ist. Worauf wir aber eingehen sollen, sind eher so die AdWords. Ja, Spacey-Karten. Und zwar Fine Controller. Ja, denn Leute, wir haben schon die Schlange gesehen als Out gegen Winder, aber Animal Controller ist ebenfalls ein Out gegen Winder. Und das ist die Schwäche dieses Decks. Natürlich abgesehen von Nibiru, weil Nibiru das Deck ganz schön zerstören kann. Jedoch kann Celeron Grade inzwischen auch unter 5 Summons enden, denn ja, sie brauchen nicht mehr ins Exit gehen, ne? Aber hier Fine Controller auf jeden Fall als Out halt gegen Winder, um so eine Stärke auszugleichen. Und natürlich kann man Fine Controller auch den Token von Nibiru übernehmen, um dann einfach für Game zu gehen oder so. Ja, sehr, sehr cool. Side, wie gesagt, Relating Sea, super Tech Choice. Dann Dark Run und Morgan Backrow. Entschuldigung, gegen Combo Decks. Und dann gegen Backrow Decks haben wir Cosmic Cycling, 3 Lightning Storms und Evil Match, beziehungsweise Evil Match halt gegen manche Combo Decks. Im Extra Deck dann hier den Babushka. Babushka hat jetzt nicht jeder so als solches gespielt. Kommt aber gegen das ein oder andere Deck sehr gut. Nicht gegen alle, aber Dueller natürlich auch sehr, sehr gute Karte. Dann hier Borrowed brauchen einfach, um gewisse Karten outen zu können. Dann das OTK-Package, beziehungsweise das Utopia Double Verhinderungspackage. Denn wenn du mit Talker First Turn startest, kannst du nicht durch Utopia Double gedoubled werden. Sehr, sehr gut. Dann Phoenix, klar, Heater, klar. Und ja, alles relativ Standard dann. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch an Kang nochmal für den Top. Und ja, auch wir sind vertreten in den Top 64. Kommen wir jetzt auch, nachdem wir unsere Liste gesehen haben, nochmal zu einer anderen Liste. Und zwar Shadol Trickster im, ja, nice. Ja, Shadol Trickster. Wir sehen es hier sehr, sehr Trap-lastig. Und ich mit sehr meine ich sehr, sehr, sehr Trap-lastig. Wir sehen hier sogar Shadow Games und sehr spicy Liste. Sehr, sehr spicy Liste. Trap Trick natürlich eine super gute Karte, um die entsprechende Falle dann in den aufs Feld zu kriegen. Ja, naja, Light Stage, eine gute Karte, brauchen wir gar nicht drüber reden. Man kann die Backrow locken, man kann dann die El Shadol vielleicht locken vom Gegner oder nicht. Muss man dann gucken, ob man die richtige trifft, aber theoretisch halt sehr gut. Einfach locken for free ist gut. Searching for free, du hast 2 Level, also das 2 Monster, kannst dann halt einfach in deine Links gehen. Ja, sehr, sehr coole Liste hier auf jeden Fall. Und es ist interessant, dass er hier die Subterra-Karte gespielt hat 2-mal, die sogar quasi ein Structure-Deck drin ist. Also eigentlich kann man fast sagen, das ist so ein reines Structure-Deck-Deck. Also es ist schon sehr lustig. Fast alle Karten sind hier im Structure-Deck enthalten, genauso wie die Super-Pulli. Dann haben wir hier im Side-Deck, ja, Nibiru und Lockbird und Relating Sea. Wie gesagt, Relating Sea, eine sehr, sehr gute Karte gegen Invoked und Shadol. Dann hier gehen die Combo-Decks, natürlich Dark Ruler No More, beziehungsweise Lightning Storm kann man eventuell auch bohren, aber macht man natürlich eher nicht. Aber die Evilly Match, die findet sich doch gegen das Combo-Deck so ein oder andere Mal und natürlich gegen Backrow-Decks. Dann kommen wir jetzt hier zu Top 64, Johannes Wagner. Das Deck-Profile habt ihr auch auf unserem Kanal gesehen. Könnt ihr auch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Und ja, was sieht man hier? Grand Machu, Top 64, Glückwunsch schon mal an ihm. Ja, Grand Machu. Leute, Grand Machu. Es ist Danger, Grand Machu. Ja, brauche nichts zu sagen, glaube ich. Going Second, Kaijus, sehr gut, um gewisse Sachen zu outen. Kaiju, Evilly ist halt Instant Out für alles. Und Cosmic Cycling, ein Out gegen Mine. Sehr, sehr schlau gedacht, mein Lieber. Und ja, natürlich hier Super Poli Tages des Todes. Im Side-Deck dann eine Super Poli. Main hat es dann doch keinen Platz gefunden. Aber es ist auch so, viele Decks spielen schon inzwischen Felder, die nicht, ja, die sind nicht einfach super polybar sind sozusagen. Und dann dementsprechend sind die Karten nutzlos. Manche Decks können nicht drumherum spielen, dementsprechend cool. Wir sehen ja Lockbirds gegen Spiral, Denko Sacker gegen Backrow, Venice Defiant einfach als, ja, Lock, also
Blockdown halt, dann Super Poli zum Feldabbrechen und die Falle von den Dangers zum Aktiv-Danger-Triggern, wenn ihr First geht. Die Idee finde ich eigentlich ziemlich nice, denn ich denke mal, nachdem ihr das erste Mal Going Second gegangen seid, werdet ihr halt oft Going First gehen müssen und mit der Falle habt ihr dann die Dangers zum Trigger. Ziemlich, ziemlich nice. Dann kommen wir hier zu Dino und zwar zum Jug Wärmer und ja, 43 Karten, Mac Knight, Dinosaurier und Shadol noch drin. ja, man sieht hier Shadol Engine und halt die Mac Knights. Ziemlich, ziemlich interessanter Ansatz hier. Und falls Leute fragen, warum spielt er eigentlich nicht Dragon Main, sondern spielt hier den Headshot Main? Ganz einfach, er geht auf Shiginaga und Shiginaga hat natürlich den Vorteil, dass wenn du einen Shadol in der Hand hast, halt was negaten kannst. Deswegen legt ihr halt mit Shadol Fusion den Headshot rein und ein Erdmonster, natürlich optimalfall ein Dino, könnt aber auch ein Kaiju. Dann könnt ihr was negaten und könnt mit Super Evolutionspille dementsprechend dann auch noch euren Tyranno holen. Sehr, sehr cooles Deck natürlich. Und natürlich ein Going Second Deck, of course, hier. Ne? Sieht man ganz klar, Shadow Fusion, Mac Knight und die Evelyn Matches. Und im Mind Control. Also eigentlich alles ist Going Second. Dann hier im Extra-Deck, ja, Shiginaga halt, Winder. Keine Construct, das ist sehr interessant, dass man hier keine Construct gewählt hat. Und hier einmal den Erde-Link-2er, der von Gina Spielzeug, nicht die Heater, sondern das Gegenstück für Erde. Sehr, sehr interessant. Ich frage mich, ob er sie in Starlight Rare gespielt hat. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Dann im Side-Deck hier dreimal Crow, dreimal Phantasma, dreimal Nibiru. Entrance Ratio des Todes. Und gegen Backrow, Lightning, Twin und Dark Ruler nochmal gegen Combo. Dann haben wir hier, kommen wir jetzt zur Team YCS und ihr seht schon, erster Platz. Ja, Dino. gewinnt die Team YCS. Und wir sehen hier auch die Liste, um genau zu sein, True King Dino. Wir haben eben Dino normal gesehen, hier jetzt halt mit den True Kings. Wir sehen dennoch hier eine Going Second Variante, Leute. Wir sehen hier Mind Control, Lightning Storms, Pot und Evilies. Man muss natürlich sagen, Team YCS, falls Sie es nicht wissen, drei Spieler spielen gegen drei und die Teammates dürfen untereinander reden. Das heißt, man kann sich gegenseitig austauschen und Tipps geben und Tricks geben, wie man hier am besten durchspielt. Das macht natürlich die Decks jetzt nicht, also schon besser auf eine Art und Weise. Da muss man sagen, dass einfach so zwei Köpfe natürlich besser denken als einer. Dementsprechend ist der Fehler konstant eher nicht da. Ist halt ein ganz normales True King Dino Deck, jedoch als Going Second Variante hier dann dementsprechend aufgebaut. Dann haben wir im Side Deck halt Super Poly Target, Super Poly allgemein drin. Artifact Engine, ja, Artifact Sense, was soll ich dazu sagen? Zug vorbei. Red Reboot gegen Back Row und Cosmic Cycling für die Mine. Dann kommen wir hier, wir sehen es hier, Dino, also wie gesagt, drei verschiedene Decks, die können natürlich exakt die gleichen spielen. Hier Dino, dann dementsprechend, man sieht hier minimalen Unterschied. Hier sieht man natürlich auch die Set Rotation mit der Mine. Mine, eine sehr gute Karte auch gewesen. Auch ein YCS Utrecht übrigens. Und wir sehen minimale Veränderungen. Und hier kommen wir dann aber zum anderen. Der hat einfach mal ein ganz anderes Deck gespielt. Der hat nicht Dino gespielt, sondern der hat dann einfach mal Invoked Shadow gespielt. Kann man auf jeden Fall machen. Also man hat quasi zwei Going Second Decks und ein Going First Deck. Finde ich sehr interessante Technik halt hier ranzugehen. Obwohl Shadow natürlich immer noch halt auch ebenfalls natürlich First gehen kann. Aber Shadow Fusion ist natürlich dann nicht so stark. Ja, wir sehen dann hier im Side Deck hier auch die Super Poly gewählt. Super Poly war sehr, sehr beliebt, wie ihr seht. Zumindest bei den dreien hier. Und dann Lockbirds gegen Hull Spiral, Mind Control Going Second und Backrow, Lightning Storm und Evilly Match. Ja, brauche ich glaube ich nicht so viel sagen. Dann gucken wir uns noch den zweiten Platz an. Beim zweiten Platz haben wir hier Spiral zum einen. Spiral mit Called by the Grave, Dark Ruler No More, Going Second Spiral. Kann man machen. Aber auch keine Weltneuheit. Der Lockbird hier zum Blocken und die Diddy Crow, um die Gegner aufzuhalten. Und dann im Side-Deck, nein Leute, da ist kein Garaka Cowboy für Time. Leider doch, aber was soll man machen? Relating Seer, auch hier in Amerika, bekannt gewesen als geheime Tech-Choice. Dann haben wir gegen Backrow hier, natürlich Twin und dann natürlich Red Reboot. Solemn Judgment, wie gesagt, habe ich gesagt, Spiral macht das manchmal. Und die Evilly Match dann noch für Backrow-Decks oder halt dann nochmal richtig Going Second gehen. Dann haben wir hier als zweiten Platz ebenfalls Dino. Sehr ironisch, dass natürlich Dino gegen Dino hier gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob der gegen den einen Nicht-Dino gespielt hat, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall haben wir Dark Ruler No More und Lightning Storm hier Main, Going Second Liste, die auf jeden Fall ballert. Im Sinne von Ultimative Tyranno, komm. Dark Ruler No More, Ultimative Tyranno ist jedes Feld gebrochen. Jedes Feld gebrochen. Sehr, sehr geil. Feiere ich natürlich immer diese Easy-Combo einfach. Ja, kann man machen. Dann hier im Side-Deck auch sehr, sehr simpel gewählt. Ne, drei
drei Evilies einfach, die Artefakt-Engine, dann Relating Sea hier wieder, Red Reboot und die Dimensionsbarriere mit den drei Trap-Tricks. Sehr cooler Ansatz hier auf jeden Fall von ihnen. Ihr Extra-Deck, brauche ich nicht groß auf eingehen, ist halt ein Dino, was mit Extravaganz spielt, ist halt jetzt nicht so krass. Und dann als letztes, Leute, Infinoid. Und ja, ich weiß nicht, wie die Winrate war. Ich hätte, ihr könnt auch gerne mal auf den YouTube-Kanal gehen, hier bei Yu-Gi-Oh! Blog, und dort seht ihr das Deck-Profile. Vielleicht sagt er, wie oft er gewonnen hat, denn man muss ja eins sagen, es ist eine Team-Waste jetzt. Das heißt, theoretisch kann der Infinoid-Spieler alle Matches immer verloren haben und sie können trotzdem Zweiter werden. Also es ist ein sehr interessanter, aber ich glaube trotzdem, dass Zack das ein oder andere Duell gewonnen hat. Super Body, natürlich sehr, sehr starke Karte. Man hatte genug Targets auf jeden Fall. Und auch mit Pot of Extravaganz. Also Pot of Extravaganz hier für den Team sehr elementar gewesen auf jeden Fall. Und dann hier Lava Golem anstatt Ra-Kugelmodus oder so. Ich muss auch zugeben, und durch Ra-Kugelmodus, also da haben viele drumherum gespielt. Lava Golem natürlich zwei einfacher. Und in diesem Deck ist dann die Normalbeschwörung nicht immer zwingend notwendig. Und ja, Twin Twister für Backrow, Cosmic Cyclone auch ebenfalls für Backrow, bisschen an Lunar Light und halt Mystic Mine. Dreimal Dark Ruler No More und Red Reboot. Hier die Heater übrigens, ja, für die Lava Golem fand ich auch interessant. Oder halt auch einfach Heater halt für Stand and Great Matchup. Ja, das war die kleine, aber große Übersicht über alle. Wie gesagt, Team YCS habe ich jetzt nur ersten und zweiten Platz gemacht. Wird auch ein bisschen viel, wenn man immer drei Decks vorstellen muss. Aber YCS Utrich gab es so, so viele verschiedene Decks. Und wenn ihr euch sagt, hä, ich habe mein Lieblingsdeck nicht gehabt, ich hatte das Deck nicht, schaut einfach mal YouTube, gibt einfach ein YCS Utrecht Deck Profile. Es gibt so viele verschiedene Decks, die getoppt haben. Schaut doch einfach mal um, einfach bei YouTube eingeben, da findet ihr die diversen Decks. Und ja, was sagt ihr zu den ganzen? Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr denkt zu der YCS. Habt ihr es so erwartet? Habt ihr Celeron Great als Winner erwartet oder nichts? Schreibt einfach mal unten in die Kommentare und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald!